Der Spiegel schrieb, dass die schweren Verletzungen vom Sturz herrührten, nicht unbedingt von der Prügelei. Man bekommt in dem Artikel den Eindruck, als wäre es nicht so schlimm. Nicht ein Wort des Bedauerns, nicht ein Wort des Verurteilens dieses Angriffs in dem Artikel. Genau das ist das, was mich persönlich so traurig macht. Denn hinter diesen niedergeschlagenen Politikern stehen Menschen. Doch Mensch ist anscheinend nicht gleich Mensch. Linken Politikerin Selin Göran wurde vergewaltigt. Die Täter Flüchtlinge. Bei der Polizei zeigt Göran aber nur einen Diebstahl an. Und als Täter beschreibt sie fälschlicherweise eine Gruppe von Männern, unter denen auch Deutsche gewesen sein sollen. Sie lügt, weil, ich zitiere sie, ich habe gelogen, weil ich Angst hatte, dass die Vergewaltigung von rechts missbraucht wird, um die Hetze gegen Flüchtlinge weiter anzuheizen. Keine Anklage gegen sie wegen falscher Beschuldigung. Ist das nicht verrückt?